Sie haben uns jetzt in zwei Veranstaltungen kennengelernt. Ja. Wie ist so Ihr erster Eindruck? Ist das so der Eindruck von typischen Beamten? Gar nicht. Also als ich das erste Mal in Münster-Maifeld gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, der ist aber, da darf ich ja jetzt so sagen, wir sind ja quasi unter uns, der ist aber auch gut drauf. Anders als man eigentlich so ein Landesvermessungsamt für Geologie und, was kommt danach? Geobasisinformationen. So, kann man gar nicht aufsprechen. Wenn man das irgendwie sagen würde bei einer Fernsehsendung, wo man also mit mehreren Buchstaben handelt, dann würde man sagen, gib mir ein E und dann hieß das dong, 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 dong. Da ist irre. Und so stelle ich mir eigentlich keinen vor, der irgendwo ein bisschen so, kann man es ja sagen, dröge mit Zahlen, mit Koordinaten umgeht. Wir kennen uns ja jetzt auch schon privat so. Also da kann ich Ihnen wirklich sagen, liebe Zuschauer, ist nicht nur ein guter Moderator, sondern auch ein guter von einem Landesamt, der richtig gut und lustig ist. Also so stellt man sie. Warum sind Sie nicht beim Finanzamt? Nein, das ist nicht so Mist. Das ist zu trocken. Nee, aber das kann ich auch sagen. Ich kenne viele vom Finanzamt, die sind richtig gut. Okay, Sie können sich vorstellen, Sie haben jetzt nur einen ganz kleinen Teil kennengelernt. Können Sie sich vorstellen, dass Sie noch andere Dinge mit uns machen wollen? Also klein habe ich nicht. Ich bin 1,75. Sie schätze ich über 1,85. Also ist das auch schon ein großer Teil, den ich kennengelernt habe. Der Katrin ist ja auch in dieser Größenordnung. Und ich denke mir einfach, dass was Sie hier machen, abgesehen jetzt vom Spaß mit ein bisschen Unsinn dabei, ist eine riesengute Sache. Und mir macht es unheimlich viel Freude. Deshalb haben wir das ja auch von 3MTV so direkt gesagt, als Sie gesagt haben, können wir. Denn ich glaube, liebe Zuschauer, dass hier etwas ist, was Sie, genau wie ich, überhaupt nicht wusste. Und durch den Herrn Hüerfeld ist das erstmal so gekommen, dass wir hier wirklich eine schöne Partnerschaft, glaube ich, machen können. Und wir werden Sie wirklich begleiten, denn wir haben mit zwei Vorurteilen, können wir aufräumen. Einmal trockene Beamte, mit Sicherheit gar nicht. Und Geocaching, wie ich früher immer sagte, Geocoaching ist es nicht, sondern ist eine ganz super Sache. Früher habe ich das immer gerne gemacht, Schnitzeljagd. Heute bin ich erwachsen, aber ich bin immer noch so froh. Meine Damen und Herren, die Sendezeit geht zu Ende. Ich darf Ihnen sagen, sehen Sie 3MTV. Dann werden Sie immer was Neues vom Landesamt für Vermessung und Geobasisinformationen Rheinland-Pfalz in Koblenz hören. Und nicht vergessen, am 14.09. dieses Jahres der Geotag auf der Buga. Dankeschön, auf Wiederhören.